Hallo, ich bin der Jan von der Westfälischen Hochschule in Gelsenkirchen. Heute werden wir uns angucken, wie wir Eclipse unter Rost benutzen können. Erstmal müssen wir uns Eclipse herunterladen. Dazu gehen wir auf die Seite www.eclipse.org/downloads und laden uns die C++-Version 32-Bit oder halt auch 64-Bit Linux-Version herunter. So, wenn ihr dies gemacht habt, dann müssen wir die Datei erstmal entpacken. Wechseln in das Download-Verzeichnis, wo die Datei liegt, und entpacken die mittels tar xvfz und dann der Name von der Datei. So, haben wir dieses nun gemacht, verschieben wir den ganzen entpackten Ordner der Bequemlichkeit Ordner halber in den OPT-Ordner, wo alle ausführbaren Programme liegen, die man installiert hat. So, dies machen wir mittels sudo mv Eclipse, weil der Ordner, den wir gerade entpackt haben, Eclipse heißt, nach OPT. So. Nun können wir einmal kurz nachgucken, ob der auch da ist. cd/opt ls. Ja. Der Eclipse-Ordner wurde angelegt. So. Nun könnten wir mittels Alt-F2 Eclipse ausführen, oder noch einfacher, wir schreiben einfach sudo ln, wir machen Eclipse ausführbar, sodass wir Eclipse gleich nur noch ins Terminal einschreiben müssen. Also sudo ln-s slash opt slash eclipse, weil die Datei so heißt, kopieren wir dann in slash usr slash bin und machen die Datei so ausführbar. So, da ich die aber schon installiert hatte, existiert die bei mir bereits. So, jetzt können wir mittels Eclipse einfach ins Terminal eingehen und Eclipse wird gestartet. So, hier kann man sich jetzt noch seinen Workspace aussuchen. Ich werde den jetzt einfach mal so belassen. So, zu Testzwecken werden wir uns jetzt ein neues Paket erstellen. Dazu öffne ich ein neues Terminal und wechsle in mein vorher angelegtes Arbeitsverzeichnis. Das war Rost Tutorials. Ins Home-Verzeichnis und los. Und los. Dazu wechsle ich dann ins Home, in mein Arbeitsverzeichnis. Das finde ich unter cd tilde im Home-Verzeichnis Rost Tutorials. So. Nun sieht man das Paket, das wir im vorherigen Tutorial erstellt haben. Mittels Rost create slash pkg erstellen wir nun unser Paket mit den Abhängigkeiten, die wir vorher auch gewählt haben. Ich nenne dieses Mal einfach Eclipse-Project. Abhängigkeiten waren, die wir jetzt brauchen, Standard Message, RostPI und RostCPP. So, wenn ihr alles richtig gemacht habt, dann solltet ihr diese Ausgabe hier bekommen. So, nun machen wir unser ROS-Paket Eclipse lauffähig. Dies geht mittels Make Eclipse Project. So, nun können wir unser Projekt in Eclipse einbinden. Wir öffnen dazu Eclipse, File Import, General Existing Projects into Workspace, klicken auf Next, suchen unser Paket heraus, wir hatten das Eclipse Project genannt und fügen es hinzu. So. Nun können wir unsere erste Source-Datei erstellen. Dies machen wir mittels New Source File und nennen es einfach mal source.cpp. Nun erscheint hier eine Source-Datei und wir können unser erstes kleines Programm, Hello World-Programm schreiben. Include.h und wir werden noch
include cdio.h. inkludieren. So, jetzt schreiben wir uns eine kurze Main. Ganz einfach. Falls ihr C oder C++ Schwierigkeiten habt, es gibt massig Tutorials im Netz. Printf hello world / n. So, die Datei speichern wir nur. So. Man muss darauf achten, wenn man Eclipse unter ROS benutzen möchte, dass man unter Einstellungen, unter Make Project, diese Umgebungsvariablen hinzugefügt hat. Es passiert eigentlich automatisch. Sollte es nicht passieren, seht ihr hier die Pfade und ihr könnt sie automatisch hinzufügen. Ihr könnt auch einfach im Terminal echo path, echo python path, echo ros package path und ros echo root im Terminal eingeben. Dann werden sie auch hinzugefügt. So. Als nächstes müssen wir unsere CMake-List editieren. Die CMake-List, die findet ihr hier. Dort sagen wir dann, dass wir eine ausführbare Datei haben. Dies machen wir mittels gedit cmakelist.txt. So, hier unten sieht man eine Zeile, die kann man ganz einfach rauskommentieren. Example ersetzen wir dann durch, wir können das so nennen, wie unser Paket heißt, Eclipse Project. So, jetzt müssen wir noch den Pfad zu unserer C++-Datei angeben. Was war das nochmal genau? Das war source/source.c++. So, speichern diese Datei und schließen es wieder. Nun können wir unser Projekt mit ROSMake kompilieren. ROSMake Eclipse Project. So. Nun erstellen wir unser Projekt noch mittels Make. So, nun kann man einmal in den Bin-Ordner wechseln und dort sieht man, dass hier eine ausführbare Datei liegt. Wir müssen Eclipse noch mitteilen, dass er diese zum Ausführen benutzen soll. Wir klicken also mit einem Rechtsklick auf das Projekt, gehen unter Run As und dann Run Configurations. Dann klicken wir auf Browse und gehen genau in diesen Bin-Ordner rein, den ich euch gerade gezeigt habe. ROS Tutorials, Eclipse Project, Bin und wählen diese aus. So. Nun können wir einmal mit Steuerung B alle Projekte bilden, die wir haben. Oder wir können auch mit der rechten Maustaste Build Project drücken. So, da ich aber noch keine Änderung hatte, erstellt er hier jetzt auch nichts Neues. So, nun können wir das Programm mal ausführen. Mittels Run und man sieht hier unten Hello World. Ich kann hier mal anderes hinschreiben. Hello ROS. Immer schön dran denken, bei Eclipse zu speichern. Sonst übernimmt er die Änderung nicht. Build Project. Genau. Dann einmal Run. Hello World. Hello ROS. Genau das, was wir haben wollten. Also, was wir alles brauchten, wir mussten Eclipse installieren, entpacken, in den OPT-Ordner kopieren. Dann machen wir Eclipse ausführbar. Die Befehle könnt ihr alle nochmal nachlesen in dem Tutorial. Dann bauen wir uns ein ROS-Paket, erstellen eine C++-Datei, so wie wir es gerade gemacht haben. Wir müssen die Binary setzen, so wie wir es gerade gemacht haben. Dürfen wir nicht vergessen, sonst weiß er nicht, sonst weiß Eclipse nicht, was er ausführen soll. Und ja, das war es eigentlich schon. Ich bedanke mich für eure Aufmerksamkeit. Tschüss.